Wenn Glorifizierung ein Werk herabsetzen kann, warum sollten dann Zerstörung und Demontage nicht fähig sein, genau das Gegenteil zu erreichen, um Kunst zu erschaffen? Ich bin eine 23 auf der Stone-Skala. Doch nimm das nonchalant, persona non grata. Ein neuer Tag wirft mir seine ersten Sonnenstrahlen ins Gesicht. Ich werf sie ihm zurück und es wird prompt Nacht. Frag mal bei Infratestiva, ich bin kein Sympathieträger. Dass den Ripper hier niemand mag, das besiegelt ihn jeder, doch ist okay. Mal gewinnt, mal verliert man. Und was Menschen angeht, ist mir eh der Singular lieber. Die ersten Soldaten werfen mit Sens Gasgranaten. Doch betreten sie das Grün in meinem gleich im Garten reicht ein falscher Schritt auf eine scharfe Sprengfallenlade. Um den Rest kümmert sich meine Rasensprinkleranlage. Und erwischen sie mich doch, dann lande ich auf der grünen Meile, wo ich mit Profiler, Mauerblümchen, Plauderstündchen halte. Unter Aufsicht des Staates. Guten Abend, Agent Starling. Erinnerungen sind, was ich als Aussicht noch habe. Mein Gesicht ist eine Totenmaske. Keinerlei Regung über der Prophylaxe. Mach ich es doch, dann werden Augenzeugen Gaumenfreuden. Und es rasiert wieder eine Welle, Maul- und Klauenseuche. Liebe wie ein Vampir, ich bin hier der Platzier. Der sein Revier markiert, mit niemandem packt hier. Vor seiner erbarmungslosen Manhunter-Methode. So gefühlslos, auch mein Smartphone kennt keine Emojis. Eiskalter Killer. Ich war in einem alten Kombi, auf dessen Stahllegierung noch der Reichsadler schimmert. Durch die Stadt und pickt mir Opfer aus der Menschenmasse. Hab ein bisschen Spaß mit ihnen und verfüttere den Knochenstaub an Kellerasseln. Wir sind auf Treibjagd, fallen in deine Fleischstadt ein. In deiner Flasche Weinbrand und eine Weidmannsheil. Wir machen dein Kuhdorf zur Fleischerei. Und alles, was aus deinem Mund kommt, ist weiße Brei. Ich inszeniere vor meinem Objektiv ein Bühnenstück. Und wenn sie dich finden, war das Mordmotiv wohl Creepiness. Denn Pro-Rapper dominiert die Streaming-List. Und du weißt ja, wie man sagt, tote Mädchen lügen nicht. Tote Mädchen lügen nicht. Die Wahrheit liegt im Blut. Posier für mich, zieh dich nicht. Lass mich dich ablichten. Nur ein Narr, das stellt meinen starken Wissensdurst. Schau, ich hab ein Polaroid von all diesen Nachtschichten. Ich mach stillose Fotos nach morbiden Motiven und kann mich stundenlang in dunklen Aphorismen verlieren. Wie Antoine Wirtz oder Nietzsche. Entwickel kostspielige Silberplatten, Schnappschüsse für noch teurere goldlegierte Bilderrahmen. Ruf mich und ich komm zu deinem Alkoven des Schlafsaales und lock dich barfuß auf den Dachboden der Tatsachen. Für einen Vertrag, der Leben Galgen fristlos aufkündigt. Mein Sohn wagt einen Schritt voran, Mephistos Tauftümpel. Serben bringen Glück, denn während Orgien Organe fliegen, erinnert das Farbenspiel an Konfetti-Paradezüge. Der Teppich ruiniert mit ekligen Flecken. Ich dreh für ein besseres Feng Shui, Schädel gen Westen und lehne mich lächelnd mit Gewebefetzen geschmückt und elitärer Gestik in meinen Ledersessel zurück. Die Nacht ist noch jung, doch hat schon so viel gesehen, dass ich eine Sorgenfalte auf ihr Mondgesicht legt. Das hier ist nicht die Champs-Élysées, sondern die Straße in Wahnsinn und Brutalität. Herzlos willkommen in Hellfire Club. Nimm die Augenbinde ab und erblick deinen Gott. Bondage und Drogen, Foltermethoden. Die Nacht ist doch jung, wir sind schmerzgeile Snobs. Schön, schön, schön. Wollen wir jetzt in unseren letzten Akt übergehen? Meine liebste Mary Kelly. Wie war das noch? Als Rosenscheißer habe ich mit Messern gespielt, yeah. Deshalb lästerten sie, ich vergesse das nie. Dressiere sie entspannt mit Tischleinen und Angelhaken. Schleifzangen, Stacheldraht oder Peitschen und Gartenhaken. Bei leiblichen Jungfernfahrten auf Seidentuch spann Bettlaken. Zwischen Pinien, Kommoden und Maiblumenarrangements. Und während Angehörige noch in Zeitungsannoncen fahren, lass ich ihr Gammelfleisch zur Vermeidung von Sammelklagen. Von Metzgermeistern hinein in die Weihräucherkammer tragen. Abgeschabte Knochen landen in Eichenholzfabrikaten. Und Gerüche konserviere ich für Leichenduftlampenschalen. Du bekommst nach dem Höllenkreis der Scheiße als Grand-Finale nicht mal die letzte Ölung, sondern nur Heidenschmuck-Accessoires in deinen Saat. Senk dir noch einen Tranquilizer ein, bevor ich dich hier gleich durch alle Höllenkreise peile. Aber Höflichkeit muss sein. Ich senk dir noch ein nettes Lächeln, bevor ich die Zähne fletsche. Gehört zur Etikette. Nun lass mal lieber deinen Heldentatendrang beiseite. Zufall. Der Ripper hat denselben Bart wie Anders Breivik. Nun ja, ich weiß ganze Lämmerfarmen anzuschweigen. Dead silence. Hüll die Welt in der Materialverkleidung. Hier kannst du White Trash im Navy-blauen Sakko sehen. Zur Lese der Predigt mach ich aus Menschen Trauben Cabernet. Setz Schädelfrakturen für die Degustationen und ein paar Löcher in den Adern zwecks der Entgiftungskuren. Wer will mich buchen? Ich halte Massakertouren ab. Mein Werk dient bald als eigenes Charakter.
Charakterstudienfach und dann setzt es einen Stand, Paukenschlag. Offenbarst du mir dein Innerstes, genieß ich wohl ein Kaltdaunen mal. Mir ist schon lang nicht mehr zum Haare raufen, mir ist zum Amoklaufen. Ich erwider Blicke mit dem Auge eines Waffenlaufes. Ob du heute überlebst, liegt an meiner Tageslaune. Und mach ich zwischendurch mal Kaffee, machst du Atempause. Das Satan ist mein fester Exponatenlieferant und diagnostiziert dir schnell in Echomatismus Verfall, denn all die Degutanten, Eyecatcher tragen wortwörtlich dafür Sorge, dass du nach meinem Seelenfang nur noch Blind Dates hast. Dann fluktuiert in deinem Tränenkanal Heinz Ketchup ähnliche Paste und du entschläfst hinter den Maisfeldern. Willkommen in der Ripper Horror Picture Show. Der Springteufel trällert dir das Lied vom Tod. Lass die Liebbeugelei mit diesem Misanthrop. Ein Du und ich ist nirgendwann, nirgendwie, nirgendwo. Aus in meinem Neverland. Zu Hause in meinem Neverland. In meiner Residenz hausen Jason und Leatherface. Nicht Michael Jackson, aber Myers, Freddy und der Slenderman. Ich bin kein Clown. Ich bin die Perfektion. Ich bin Größe. Ich bin die Zukunft. Und die Zukunft beginnt heute Nacht. Heute Nacht. Heute Nacht. Heute Nacht. Heute Nacht. Und ich glätte sie nicht nur, nein, ich planiere Wogen, wo du keine siehst, dank der untrainierten Gehirnsensorik. Aber nur, wenn sie mich selbst betreffen. Denn um die Welt zu retten, brauchst du neben Schutzanzügen Kaninchenpfoten. In diesen Ländereien herrscht geistige Hungersnot. Keine Angst, wir planen hier sicher keine Subversion. Alles, was wir beisteuern würden, wäre ein Gnadenstoß. Doch belassen es lieber bei einem beißenden Unterton. Dafür muss man nicht mal sprechen. Wir morsen unsere schlechte Laune mit den Fingerknöcheln und hängt euer Hirn in Fetzen von der Zimmerdecke. Behaltet ihr uns immer noch in euren Hinterköpfen. Ich erforsche nachts einsam die Leere, denn schon ewig suche ich meine gescheiterte Seele. Ich spreche nicht in Sprachen, sondern Säbelrassen lauten, bis der letzte Segelspan aus deiner Feenhafe ausfällt. Mach mir einen schönen Tag in meiner Strebergartenlaube, indem ich mir ein paar Steaks auf meinen Webergasgrill aufleg. Für ein krankes Menschen-Barbecue vor einem auf den Holzplanken prangenden Charlie Manson-Wand-Tattoo. Ich bin der Profi, mach spielend mit dem Edelstahl des Küchensets aus deiner legasthenischen Körpersprache Lückentext. Und aus ein paar Ketchup-Flecken farbgebende Nervenfetzen entstehen über dir die pittoreskesten Deckenfresken. Ich mach keine Popmusik, das hier ist Goldmusik. Mutter Suspirio rumtanzt die Choreografie, bis deine Magenwände beben, bis sich deine Wirbelsäule, Bein und Armgelenke drehen, ohne Haut und ohne Seele, unter Tränen, nur mit Leidenschaft zur Schadenfreude. Sei auch du heute mein Ehrengast, Gast, Gast in meinem stark gestörten Swinger Club. Hier wechseln Körperteile, die Partner und die Bindung schaffen Nadelöhr und Glykonat. Ich mal ein Herz über die Sondermüllabfuhrzeiten im Kalender, während der Rest im goldenen Handschuh feiert. Ich geb die gute Laune an der Garderobe ab. Du hast ein erfülltes Leben, meine Dachwohnung hat Platz. Zu meiner Außenwelt hab ich sporadischen Kontakt. Wenn ich nach neuen Opfern suche in den Slums der Innenstadt. Die Gedenktafeln sind Product Placements meiner Statute, so wie mein Logo die Bettlaken der Sterbehilfe prägt. Denn ich bin deren spendabelster Werbefinanzier. Doch verspreche ich weiter Seelenheil bei Andachtsabendprangern, komm ich auf jeden Fall noch vor die Ablasshandelskammer. Die mir mal fleißig im Elysion Asylanträge stellen. Wer mich feiert, bekommt eine Green Card für die Hölle. Uns trennen nicht nur Bioplasma-Zellen, sondern vielmehr ganze Welten. Welten, wer will ich denn? 21 Gramm auf jedes Herz in meiner Hand. Und davon hab ich viele, dank sei meinem Sektenführerstatus. Verliere ich jetzt im Garten eine Heckenschützenwarnung. Und er wird The Quiet Place nur ohne Alien-Invasion. Wenn du Pro-Ripper begegnest und ihn fragst, was deine Ängste seien, sagt er dir gequält und Selbstmitleid. Die begrenzte Zeit, die ihm in seiner persönlichen Hölle bleibt. Denn der Weltentrag Kasserie schleift meinen Sisyphus zum Edelstein. Erfrischt mich in 80 km/h gegen Wind. Mach aus Twitter und Instagram antisoziale Medien. Manche wollen Freundschaftsbande knüpfen, denn sie sehen, wieso auch immer zwischen uns keinerlei Neuralplatten klüfte. Alleine das zu denken halt ich für eine dreiste Anmaßung. Denn wär's so, dann wär ich eher dein Fan und nicht andersrum. Hier geht es um mich. Ein Satz, der mit du oder ihr beginnt, entspricht nur meiner Wahrnehmung subjektiver Kriterien. Anamnese, Alpha, Schattenwesen. Ich lass mir aus schwarzen Rabenfedern meine Kardinalstracht weben. Leg Mutter Erde einen Spaten an die Venen und heb mir als neue Betten ein paar Marianengräben. Red ich voll der Sprachgewalt, Ästhetik in Verbis Diabolus, bilden sich unmittelbar Maden an der Kehle und betreten Anhänger meinen Religionen.
Krieg wie ein Schrei. Herrscht unter ihnen sofort die reine Betriebsblindheit. Immerhin gibt's am Ende eine stattliche Summe Betriebsrente. Und für die Allertreuste die Bundesverdienstsense. Ich ignoriere psychosomatische Magenschmerzen. Mein Körper mir was sagen soll, er meine Sprache sprechen. Wer bist Diabolos? Du willst mich anrufen? Doch bei dem Versuch kommt es zu Kabelbränden. Wer bist Diabolos? Langenscheid will ein Wörterbuch. Doch beim Druck der Klappentexte schmilzt die Plattenpresse. Diabolos! Und ich versteh mich selbst nicht mehr. Hinke im Semantikfluss. In wer bist Diabolos? Und genau das ist Kunst. Abtauchen in Quintessenzen. Ich mische Realness mit Arthouse-Movie-Bit-Effekten. Ich für Musik heute, was Lars von Trier für die Cineasten. Kannst du dir vom Teufel per Apostille besiegeln lassen? Reit dich in dein Dorf ein mit dominanter Walkürenstaffel. Hiss der ortsvorstehende Monsignore die Kirchenflagge. Mein Name steht nicht für parodistischen Teenie-Schwachsinn. Nicht für triviales One-Hit-Wonder-Hit-Fabriken. Plastik, omnivorischer Menschensohn. Trauer und Rezession sind vorbei. Die Gondel tragen schon Depression. Von der Idee über die Produktion zum Marketing. Meine Kunst versprüht den Charme eines Arthouse-Films. Mein Final Cut hat ekelige Schnittsequenzen. Und ich deshalb mit Publishern kreative Differenzen. Doch ich seh weit und breit keinen, der mich beerben könnte. Ich glaub, ich dreh noch ein weiteres kleines Ehrenründchen auf dem Grammophon. Und die Sturmflaute endet mit nem neuen Kassenschlag. Lager einer Blumhaus-Legende.